Mach jetzt. Was ist denn mit meiner Lene los? Bevor ich mit Schwimmen anfing, bin ich gelaufen. 5 Kilometer, 10 Kilometer. Es war egal. Weder wie schnell ich war, noch ob ich Erste wurde. Als würde ich vor meinem Schatten fliehen. Aber ich laufe nicht vor meinem Schatten weg. Sondern seinem. Und er rannte schon lange vor mir. Ich sagte, mach den Motor aus! Einfach in den Chat schreien, wenn es zu laut ist, ne? Das war ja mit den Quicktime-Events wieder super. Man kann da draußen kaum was erkennen. Darum geht's doch. Motor aus. Himmel, ich fasse es nicht. Ah, wir leben noch. Immerhin etwas. Du weißt, dass wir dran sind, oder? Wir können ja noch zur Hütte. Wie? Auf dem fliegenden Teppich? Der halbe Staat sucht nach uns. Und wenn jemand davon weiß? Bevor die Bullen merken, dass sie uns nicht verfolgen, sind sie am Devil's Gulch. Die Hütte kennt keiner. Bear hat niemanden davon erzählt. Das wissen wir nicht. Das ist sehr riskant. Aber irgendwo müssen wir doch hin, Tyler. So, erste Abstimmungsrunde. Hashtag 10 mit Ma verbünden. 11 mit Tyler verbünden, 12 hört auf zu streiten. Denkt dran, ihr müsst dieses Raute-Hashtag-Ding davor machen, ne? Damit ihr mit abstimmen könnt. Ich will mich mit gar keinem verbünden. Ich möchte das Mäuschen eigentlich nur wegbringen wieder. Also nach Hause. Weiß ich, für mich haben die beide einen Sockenschuss. Das ist übrigens, da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, ne? Die Flucht mit dem kleinen Mädchen. Bitte, ihr seid. Leute, das hilft uns nicht weiter. Hey! Hey. Ich will zu Daddy. Sheriff ausrauben, Bus nach Mexiko. Scheiße, Ma! Wir machen einen Fehler nach dem anderen. Wir haben Dale einfach. Wir haben ihn da liegen gelassen. Reden wir unter vier Augen. Behalt das Kind im Auge. Ich weiß, dass nichts nach Plan gelaufen ist. Und was mit deinem Bruder passiert ist, werde ich dir noch etwas bereuen. Ich will hier weg. Aber jetzt. Bitte, lass mich gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir so gut wie möglich aus diesem Mist rauskommen. Was würden Sie mit ihm machen, Ma? Wo würden Sie ihn... Chat, 1, hier ist sie sicher. 2, die Tür aufschließen. Es ist ein Scheideweg. Ganz wichtig. So weit wie möglich von hier wegzukommen. Wir schaffen das. 1, hier ist sie sicher. Also sie bleibt hier. 2, die Tür aufschließen. Also für alle, die es nicht wissen, die beiden Jungs plus die Mama haben das Mädchen mitgenommen. Gekidnappt sozusagen. Weiß nicht, worum es geht, aber gut. Naja, das Mädel ist ja nicht freiwillig da. Die wurde ja mitgenommen.
Okay, hör zu. Auf mein Zeichen läufst du schnell los und behältst die Sonne immer im Rücken, okay? Du meinst, ich darf gehen? Los, schnell. Vielen Dank. Komm, zurück ins Auto. So eine... Lass sie gehen, bevor sie rumschreit. Jay, was hast du getan? Sie ist nur ein Kind. Und was glaubst du passiert mit uns, wenn ein Kind in diesem Wald stirbt? Tyler, was passiert ist, ist passiert. Wir müssen weiter. Wir fahren zur Hütte. Da sind wir sicher. Beeilen wir uns, bevor der Hubschrauber wiederkommt. Naja, es war ja jetzt nicht weit. Also sind ja nicht weit in den Wald reingefahren. Das war unser einziges Druckmittel. Das ist nicht richtig. Bist du sicher, dass Park einem von der Hütte erzählt hat? Hat er ja kaum mir erzählt. Das Motorrad ist da. Und das Essen. Na also, jetzt siehst du es gut. So, Mamlus, gut, dass wir die jetzt im Wald gelassen haben. Die wäre jetzt, ne? As dusk falls. Das wäre jetzt nämlich auf der Seite von dem Mädel gewesen. Die Tür klemmt. Ich kann ihn nicht rausholen. Er stirbt da drin. Brennt das Auto? Hey, hörst du das? Scheiße. Sie haben uns. Hier lassen. Los, los, los. Was? Oh, wow. Verdächtige fliehen Richtung Norden. Verfolgung läuft. Den drin lassen. Wird ja eh drinne gelassen. Das von der eigenen Familie. Ich muss suchen. Versuchen, Gurt zu lösen. 2 Tür öffnen. 3 unter Sitz suchen. 4 Handschuhfach durchsuchen. Wenn ich den Gurt löse, knall ich doch nach hinten. Nebi und ich denken gleich. Ich werde halt erstmal unter dem Sitz gucken. Irgendwas muss doch da sein. Und Schokoriegel. Okay, nochmal. 1, versuchen Gurt zu lösen. 2 Tür öffnen. 3 Handschuhfach durchsuchen. Aber wir können doch die Tür jetzt nicht öffnen. Es ist ja eigentlich, ist es doch gar nicht möglich, weil ich muss mich doch erstmal, oder? Ich komme doch gar nicht bis da hinten hin. Hier gibt's nicht, du musst 3 nehmen. Ja gut, aber ist halt die Frage, wo Maus? Ist halt die Frage, aber es steht ja versuchen, Gurt zu lösen. Ha, guck mal. Nimm schon mal einen Schraubenzieher. Wir hätten den nämlich so gar nicht abgekriegt. Wir kriegen die Tür nicht auf. Also... Muss das Fenster eintreten, oder nicht? Was muss ich machen? Wo ist denn die Polizei? Die waren hier gerade. Wo sind die denn? Hallo, ich hatte einen Autounfall. Maya! Das war der Schokoriegel, ja. Hey! Da ist jemand weggerannt.
zweites Buch die Ausdehnung. Man ausdehnt. Okay, gut. Ausdehnung ist ein dehnbarer Begriff. Ich hätte jetzt gerne irgendwas zu knabbern hier. Tut mir ja schon ein bisschen leid, oder? In seiner Familie einfach zurück. Wenn ein Tier durchdreht, muss man es einschläfern. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Hey. Gehen wir zur Hütte und ziehen uns was rein. Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Die Hütte. Ich brauche Wasser. Du brauchst einen Arzt, Schnuffi. Irgendwo am Rande der Welt liegt die Festung der Großartigkeit. Alle, die sie suchten, sind umgekommen. Alle bis auf einen furchtlosen Abenteurer. Sein Name Ash Valema. Berühmt für seinen Mut, seine Ehre und seine Attraktivität 10, Kraft 11, 12 Einfallsreichtum, 13 Entschlossenheit. Ihr könnt ja so wählen, wenn ihr an mich denkt. Also ich würde ja attraktiv nehmen. Danke, Steffen. Eben Wäsche aufhängen, alles klar. Gern was Süßes. Ja, sein Talent, Probleme zu lösen. Und das ist die Geschichte seiner Mission. Da, da, da. Zwei Monate zuvor. Guck mal, Schimmer. Ich habe eine Geschichte über das Fort gemalt. Das Fort, das Ryan gesehen hat. Im Wald. Es gibt keine Forts in Arizona. Er erfindet das. Nein, es ist wahr. Er war mit seinem Vater wandern. Draußen am Bergkamm gibt es einen Felsen, der wie ein Haifischzahn aussieht. Dort war es. Mhm. Ich dachte, wäre es nicht cool, wenn wir auch danach suchen? Oh, wir könnten nachts zelten und, weiß nicht, andere coole Sachen machen, wie... Eins, eine Seilschaukel binden. Zwei, ein Lagerfeuer machen. Drei, die Sterne anschauen. Ich will schaukeln. Ja klar, ihr wollt alle ein Lagerfeuer machen. Keiner schaukeln? Nein, keiner schaukeln? Was ist eigentlich mit meiner Decke los hier? Oh, Decke? Also die Mehrheit möchte ein Lagerfeuer machen. Machen wir das auch bei einem Community-Treffen? Lagerfeuer? Wir könnten ein Feuer machen und Marshmallows rösten. Ja. Wenn du an die frische Luft willst, fahr doch Fahrrad. Dann kannst du auch gleich die Post holen. Außerdem ist dieses Wochenende schon... Verplant, ich weiß. Du hast keine Zeit, wie immer. Ich wette, keine Ahnung, was für ein Mann dein Vater geworden ist. Gut, wenn du meinst. Wie auch immer. Wir haben Popcorn noch. Oder? Wartet mal. Lass mal eben ganz kurz. Hey Kumpel, sei vorsichtig auf der Straße. Es wird bald dunkel und du hast kein Licht. Hol die Post. Hm.
Mal gerade Lage checken bezüglich Popcorn. Scheiß drauf. Bestimmt Quicktime-Event. Hervorragende Flugleistung. Und jetzt geht's weiter. Zu Fuß. Ich finde das so niedlich, ne? Wenn die Kids noch so Fantasien haben und alles. Achtung, aktives Jagdgebiet. Okay, dann doch nicht. Hm. Okay. Nicht sein. Oh, Mom. Wenn du mitgekommen wärst, hätten wir es längst gefunden. Ist nicht gut. Geh da weg. Royal-Modus incoming ist so. Was zu essen drin sein. Gut schön. Komm zu Ash. 10 essen, 11 aufheben. Ihr kennt das nicht, geh mal die Post holen, am besten durch das Minenfeld da drüben. Ich würde es jetzt essen. Der Busch ist schon geantwortet. Wollte ich das aufheben? Der hat Hunger. Ein Junge. Aber das haben wir damals auch gemacht. Wir hatten Fantasien, wir waren in unserer eigenen Fantasiewelt, waren draußen, haben was unternommen. Das soll heutzutage nicht mehr machen. Okay, wir heben es auf. Ich kann warten. Klar. Sicher. Beschwer dich bei Chat. Chat möchte den aufheben, den Riegel. Hallo? Was zum Teufel ist das? Scheiße, scheiße. Gefährlich. Gefährlich. Was haben wir gelernt bei The Quarry? 1. Ruhig reden, Riegel hinwerfen, Furcht einflößen, weglaufen. Das ist ein Scheideweg, ne? Ob der sich mit dem Riegel zufrieden gibt, Chat? 1. Ruhig reden, 2. Riegel hinwerfen, 3. Furcht einflößen, 4. Weglaufen. Schmeiß ihm den Riegel hin. Eigentlich heißt es doch, man soll sich hinlegen und nicht bewegen, oder? War da nicht irgendwas? Vielleicht mag der ja Schoki. Hier, für dich. Oh, bitte nimm es. Bitte. Das ist beim Bären. Achso. Nicht beim Wildschwein, nein? Oh, okay. Krass! Großmachen. Ich bin 1,65. Das ist schwierig mit Großmachen. Und
Steht da was zu trinken? So, Wasser trinken, zwei durch eins Wasser trinken, zwei durchsuchen, drei aufwärmen, vier Luke prüfen, fünf Tisch überprüfen. Ich würde erstmal was trinken. Die reichen die 1,65, meinst du? Steffen wird direkt rein und erstmal Luke überprüfen hier. Dem ist kalt, der hat Hunger, da steht was zu essen. Der kann sich aufwärmen, der kann was trinken. Geht schon wieder los. Wieso? So, jetzt können wir eins durchsuchen, zwei aufwärmen, drei Luke prüfen, vier Tisch überprüfen. Jetzt würde ich zur Luke. Das reißt noch die Arme über den Kopf. Okay. Kellerfluchtweg, wer weiß das denn? Ja. Jetzt würdet ihr durchsuchen. Ich würde jetzt durch die Luke mal gucken. Weil da hat es ja draußen geschossen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich kriege übrigens gleich Popcorn. Jetzt will Steffen nicht mehr durch die Luke. Jetzt will er Tisch überprüfen. Ja, nee, ist klar. Medizinschrank geben. Was ich denn das Bein aufgekratzt? Jetzt wollen die anderen. Nicht so. Heilung. So, was haben wir denn hier? Pflaster 1, Bandagen 2, Hustensaft 3, Schmerzmittel 4. Ja, also, das ist ein Kratzer-Chat. Da müssen wir ja jetzt hier nur nicht amputieren, oder? Eins Pflaster, zwei Bandagen, drei Hustensaft, vier Schmerzmittel. Nebi erstmal gleich wieder erstmal die Tablette. Hier vier. Bei Steffen gleich doppelt. Ernsthaft? Reicht ein Pflaster? Desinfektionsmittel fehlt halt noch, aber das kannst du nicht auswählen. Also es gibt's da nicht. Aber ich glaube, diese kleine... Na gut, könnte auch der Hustensaft sein, ne? Ich schwöre, wenn du da drin bist... Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! 2 Monate später, Desert Dream Motel. Auf 5 Minuten die Geschichte... Jaha! Was ist los? Ich sag's ungern. Wir haben sie im Wald verloren. Dann schickt Suchtrupps los. Und benachrichtigt alle örtlichen Radiosender. Jeder hier soll den Namen Holt kennen. Verstanden. Den Tisch durchsucht? Hattest Glück. Etwas höher und es hätte eine Arterie erwischt. Hauptsache Zoe geht's gut. Die Holts. Glauben Sie, ihr schnappt sie? Schätze... Das ist übrigens der Papa von der Kleinen. Die nächsten Stunden sind entscheidend. Mal abwarten, wie clever sie sind. Errungenschaft freigeschaltet, unverwundbar. Stadtteil Big Oak, Turok. 3 Stunden später. Ich habe Popcorn, frische Popcorn. Warte, 1 Rucksack. Achso, was ich erkunden muss jetzt. 2 Familienporträt, 3 Kinderfotos, 4 Fenster. Ich würde erstmal in meinen Rucksack gucken, ne?
Stimmt. Das ist noch heiß. Ich würde aus dem Fenster gucken. Ihr wollt die Landschaft genießen, ja? Ich sollte drin bleiben. Mhm. Nochmal. 1 Familienporträt, 2 Rucksack, 3 Kinderfotos. Gucken wir jetzt nochmal den. Ich möchte mir den Rucksack angucken. Da, war's da. Boah, kann ich ja nicht aufhören. Ich gebe mir Haribo Super Mario. Ah. Haribo auch geil. Bullen. Wir bleiben besser drin, hat er gesagt. Liebe Popcorn. Hä? Das war's jetzt? Was waren da? 1 Familienporträt, 2 Kinderfotos. Meine Güte. Machen wir jetzt die Kinderfotos. Oder das Familienporträt. Und guck mal, was ich für eine große Schüssel Popcorn habe hier. Mit Magenknipschen. Dankeschön, mein Schatz. Dafür habe ich heute Mittagessen gemacht. Essen das? Okay. Chat 1 Familienporträt oder 1 Familienporträt? Kann ich hier noch was anderes finden? Nee. Also die Auswahl ist jetzt sehr riesig hier, ne? Ich weiß es selber. Hier. Ah, fast. Steffen, fast. Aber was anderes konnte ich jetzt nicht auswählen. Es ist jetzt nur das... Ja, aber das sind doch nicht wir. Was ist denn das für eine Hütte? So, nu? Oh, 1 Brief. Guck mal, einen Brief können wir noch lesen. Bin abgelenkt vom Futtern. Ich auch, ja. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht unsere Hütte ist. Oder? Also, das auf dem Foto war nicht Bier. Muss vorleben. Dear Miss... Oh, das ist auf Englisch. Vanessa was caught smoking again this week. If it happens... Also, okay. Das ist von der Schule, dass die Vanessa schon wieder geraucht hat. Remind her that all T-Shirts, especially those with explicit language or that take the Lord's name in vain, are strictly forbidden. My tolerance for her situation only goes so far. Okay. Vanessa war wieder böse. Vanessa kriegt Hausarrest. Mr. Dorland. Das Whitman's Cottage. Es gehörte Mom, also nicht fallen lassen. Das war Vanessa. Du hast geraucht, Fräulein. Oh,
Hast du mich gefunden? Du warst in einem üblen Zustand. Hast von einer Hütte gebrabbelt. Hast du dich verlaufen? Nein. Ich wurde angefahren. Wo denn? Im Wald? Auf dem Highway. Wurde am Kopf verletzt und hab mich verirrt. Oh. Wow. Soll ich einen Arzt anrufen? Ich würde dich ja zur Klinik fahren, aber ich darf das Auto nicht benutzen. Nein. Weil sie geraucht hat. Bei Ladung passen da nicht drauf. Mit Kraken. Den kann ich mir nicht leisten. 11 nicht nötig. 12, ich mag keine Ärzte. Ich würde ganz knapp einfach antworten. Nicht nötig. Und das Auto darfst du nicht benutzen, weil sie geraucht hat. Und komische T-Shirts getragen hat. Ihr mögt keine Ärzte, Chat? Ich kann Krankenhäuser wirklich nicht ausstehen. Ich auch nicht. Ich glaube, das kann niemand. Aber... Bitte. Nur kein Arzt. Ich bin froh, dass du lebst. War mir kurz nicht sicher. Je nachdem, wie die aussehen, Haken. Bist du okay? Warst du auf der Turok High? Ja, war meine Highschool. Für eine Weile. Dachte ich mir. Du hast immer allein unter dem knorrigen Baum beim Parkplatz Mittag gegessen, oder? Beim Wacholder. Ja, das war ich. Wie heißt du nochmal? Ich bin Dean. Hey, Dean. Ich bin Vanessa. Darf ich mich hier kurz ausruhen? Next Love Story, Steffen. Mein Kopf. Ich mache keine Umstände. Versprochen. Ich hab nichts gegen Gesellschaft. Aber du musst vor 8 weg sein, oder mein Dad bringt uns beide um. Und nur, dass du es weißt, ich habe mal jemandem so in die Eier getreten, dass er seine Zunge verschluckt hat. Gut zu wissen. Flirten kann sie. Hier, die sind zwar alt, aber sauber. Vielen Dank. Also, warum hast du die Schule verlassen? Keine Lust mehr gehabt, von Mrs. Campbell zum Nachsitzen verdonnert zu werden? Nee, hab abgebrochen. Da haben wir was gemeinsam. Also genau genommen musste ich abbrechen, um auf eine katholische Schule zu gehen und mir sagen zu lassen, was ich anziehen und denken soll. Was war dein Grund? 1, nicht gut im Lernen. 2, bevorzuge die freie Natur. 3, ab 16 muss man nicht mehr. Offen und ehrlich. Aber flirten kann sie. Oder? Steffen bevorzugt die Natur. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, Popcorn zu essen. Super. Also aktuell führt Hashtag 1, ne? Nicht gut im Lernen. Oh, vielleicht willst du uns Nachhilfeunterricht geben. Chat, ihr seid gar nicht mal so... Also... Hatte die Vierer satt. Das ist gar nicht mal so doof. Bei einer 6 hat man es gar nicht erst versucht. Vierer bedeuten Scheitern. Na, viel besser. Viel zu große Klamotten. Wo bleibt mein Sandwich? Bin sofort da. Wer war das? Ach, nur meine Mima. Hast du Hunger? Mima. Hat sie? Du wirst dich doch heute benehmen, oder Mima? Warte, Oma. Hab meine Zigaretten vergessen. Du rauchst seit Jahren nicht mehr. Nicht? Nein. Wir haben neue Details zum Desert Dream Massacre, wie es die Polizei nennt. Während einer der Schützen am Tatort getötet wurde, wurde nun bestätigt, dass 3 weitere noch auf der Flucht sind. Möchtest du Schinkenkäse? Ekel, nicht diese ekligen einzeln abgepackten. Der getötete Schütze ist Dale Holt aus Turok. Wem es anlassen, 11 Radio ausschalten.
Wir dürfen uns nichts anmerken lassen, die kennt uns nicht. Oder? Mal zu deutsch. Sind die niedlich. Sie weiß doch nicht, wie wir heißen. Wollen wir das jetzt aber ausstellen? Ja. Ich weiß nicht, ob sie dann eventuell nicht Fragen stellt. Mach das, meine Liebe. Vermutlich gehören die anderen Verdächtigen zur selben Familie. Mima, wir haben Besuch. Hallo? Moment, ich kenne diese Stimme. Oh, oh. Oh Herr im Himmel, du bist zurück. Bist das wirklich du, Matti? Eins, ja, ich bin's. Zwei, bin ich nicht. Oh Gott, wer ist denn Matti? Was nehmen wir jetzt, Chat? Mettwurst, wer ist Mettwurst? Wollen wir ehrlich sein? Ja, nicht, dass wir dann ihr unseren richtigen Namen verraten. Wobei ich glaube, so doof ist er nicht. Oder? Tut mir leid, wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Dean. Oh Gott sei Dank. Matti ist tot, oder? Ja, Mima. Was die Zeit einen so alles vergessen lässt. Ja, ich helfe dir. Also, Dean, was treibt ein Schulabbrecher so den ganzen Tag? Soll nicht abwertend klingen. Bin nur neidisch. Stehen, jagen und angeln, 11 im Haushalt helfen, 12 Teilzeitjob. Jagen und angeln. Kann mir bitte jemand das Popcorn wegnehmen? Das ist ja schrecklich. Okay, aktuell haben wir Jagen und Angeln und im Haushalt helfen. Chat ist sich sehr uneinig. Ich war die meiste Zeit draußen. Wanderte in den Bergen, angelte im Fluss und ich ging auch gerne mal auf die Jagd. Du tötest Tiere? Ja. Dieser Schinken war auch mal ein Schwein. Das ist Pastrami. Tauschen wir Steppel? Aber gut, hast gewonnen. Eins sage ich dir, Matthews Sandwiches waren besser. Ich habe das Sandwich gemacht. Und es schmeckt nach Pappe. Weil ich keine Gewürze benutzen darf. Ah, ich gehe mir Mord ist ihr Hobby anhören. Hat mich sehr gefreut, Dave. Sie war mal mein Vorbild. Sie fuhr Motorrad, du tortierst mit Karate. Jetzt kann sie sich nicht mal mehr alleine die Hose anziehen, oder findet sie nicht mal. Matthew, er war... Mein Bruder. Er starb bei einem Autounfall. Eins, das ist scheiße. Zwei, und ich klinge wie er. Drei, was ist passiert? Reise, was ist passiert? Dean. Ja, er hat sich Dean genannt. Chat geht gleich voll rein. Jusel, du musst dieses Hashtag bzw. Raute davor setzen. Also Steppel kann dann die Tortilla-Käse-Dip haben. Da bin ich tatsächlich raus. Und ich höre mich also an wie er? Raute. Er war wortkarg, wie du. Die Leute dachten, er hätte nichts zu sagen. Aber meist hat er es einfach nur nicht ausgesprochen.
Mein Bruder starb auch. Mein Gott. Erst kürzlich. Wie? Wurde erschossen. Scheiße. Das ist... Oh, furchtbar. Ich weiß. Hör mal, stört es dich, wenn ich ein bisschen lerne? Die Prüfungen sind nächste Woche und ich habe das ganze Semester kein Buch aufgeschlagen. Kann ich mit abräumen? Klar, gerne. Mach mal Ausrufezeichen Gibo bei Ihnen, Chef. Oder? Ich meine, muss man unbedingt wissen, wie Andrew Jackson die Präsidentschaft der USA verändert hat? Glaub nicht. Wenn das drankommt, überspringe ich es. Das freut mich, Jusel. Wo lang? Standest du ihm nah? Was? Deinem Bruder. Zehn hat auf mich aufgepasst, 11 hat mich schikaniert, 12 gemischte Gefühle. Und selbst alles schick. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde ein bisschen krank, aber ich habe Popcorn. Was schon wieder fast alle ist. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Jusel, wenn du möchtest, es kostet nichts. Du kannst bis zu 25 Tickets in den Lostopf schmeißen. Für einen 25 Euro Amazon-Gutschein. Muss nur Ausrufezeichen Ticket, Leerzeichen 25. Kaschler im Blätterteig, Alter. Wollen wir tauschen? Ja? Weiß nicht. Er war fies. Hat mich immer runtergemacht. Nicht so schlimm wie mein besoffener Paar. Aber es war nicht leicht mit ihm. Ist dein Vater ein Säufer oder so? War ein Säufer. Jetzt kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. Oh Mann, du bist vom Pech verfolgt, wie ich. Was ist passiert? Was ist passiert? 1, Haushaltsunfall. 2, hat sich erhängt. Also er hat sich wirklich erhängt, Chat. Die Frage ist, ob wir das jetzt so raushauen oder ob wir sagen, es war ein Haushaltsunfall. Und sein werde. Und nein, du kannst dein Popcorn gerne behalten. Nein. Er will nur ein Stück haben. Okay, Chat ist ehrlich, ich gehe mit Chat. Kassler im Blätterteig. Wie lange habe ich denn das schon nicht mehr gehabt, ey? Oh. Könnte ich auch mal wieder machen. Hat sich erhängt. Oder hat das versucht. Hab ihn gestoppt. Oh Gott, Dean. Das hört sich jetzt vielleicht grausam an, aber manchmal wünschte ich, mein Vater würde sterben oder so. Das meinst du doch nicht so. Du würdest es verstehen, wenn du diesen Kontrollfreak kennen würdest. Familie kann nerven. 10. Könntest du weglaufen? 11. So schlimm kann er nicht sein. 12. Läuft doch super fürs erste Date. Familienverhältnisse sind ganz klar definiert. Pascha mit Blätterteigfisch wie ihr machen. Herzlich willkommen beim Puschelmonster-LP. Hier kriegen Sie Inspiration bezüglich, was koche ich am Wochenende. Aber die Geschäfte haben da jetzt zu. Morgen gibt's bei uns Buletten. Hey, ich hasse meine Familie auch manchmal. Wenn Parma nicht betrunken ist oder meine Brüder auf mir rumhacken, dann sind alle grundlos sauer aufeinander. Ja, du verstehst das. Naja... Sorry, dass es so düster wurde. Hey, hilfst du mir beim Lernen? Was gibt's denn Holland? Ich bin wohl keine große Hilfe. Okay, da bist du das. Putz mich ab. Es ist immer besser, wenn jemand dabei ist. Okay, klar. Minnesota? Nein. Wyoming? Daneben. Gott, ich gebe auf. Es ist Alaska.
Über 3 Millionen Hektar Parks. Alle geschützt. Nur in Kanada gibt es mehr. Zeig mal her. Gut, du bist dran. Was? Nein, ich... Welcher Präsident unterschrieb 1906 das Denkmalschutzgesetz, gründete die Forstverwaltung und errichtete 5 Nationalparks, darunter den Grand Canyon? Warte, das lief im Fernsehen. Chat, wer? Lincoln 1, Jefferson 2, Clinton 3, Kennedy 4, 5, Roosevelt. Hab keine Ahnung. Also der hier? Wusste ich. Er steckt Merkel. Ja. Steffen hat Roosevelt gesagt. Ich glaube, es ist Roosevelt. Welcher Roosevelt? Theodore, Franklin, Robert oder Eleanor? Schnippi! Gehen Sie bitte wieder zur Aufführung Ihres Sohnes. Und das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich bin Gamer, holt mich hier raus. Geh! Hört mich ja eh nicht. Theodore. Teddy. Woher zum Teufel wusstest du das? Chat hat's gesagt. Das ist eben eine coole Geschichte. Da war dieser Typ, Muir, ein Naturforscher. Er ging mit Roosevelt campen, überzeugte ihn, die Wildnis mit einem neuen Gesetz zu schützen. Und Roosevelt tat es. Wow, schreibst du meine Prüfung für mich? Nein. Zu schade, denn dann werde ich definitiv durchfallen. Na und? Du weißt doch ohne Test, dass du klug bist und... Weißt du was? Vergiss es. Dean, das war irgendwie echt süß. Mist, er ist früher da. Sag, du bist ein Freund aus der Schule. Nein, du bist mein Lernpartner. Die Schule hat uns zugeteilt. Hi, Dad. Dachte, du arbeitest länger. Hab draußen kein Auto gesehen. Wer ist das? Das ist Dean, aus der Schule. Hallo, Dean aus der Schule. Hallo, Sir. Ist ja schön und gut, dass ihr lernt. Bildungsauftrag erfüllt, Chat. Welche Schule besuchst du nochmal? Oh Gott, Chat, welche war das? Ridgeway 1, Broadway 2, Bridgely 3 oder Broadway 4? Wer hat aufgepasst? RFB? War das die Broadway? Bin mir nicht mehr sicher. Ich sehe das nicht, weil es schon wieder hinter meiner Kamera ist, ne? Was war die Frage? Auf welche Schule er geht? Ich glaube... die Broadway School. Du meinst sicher die Bridgely School. Genau, die meine ich. Dean ist neu an der Schule. Deshalb haben sie uns zusammen in eine Lerngruppe gesteckt. Opa, ja. Kaufst du ihr Marihuana? Was? Ich sagte doch, ich rauche nicht mehr. Ich frage ihn. Ich muss los. Du gehst nirgendwo hin. Ich will wissen, mit wem meine Tochter ihre Zeit verbringt. Sind Sie ein Cop? Ich leite eine Sicherheitsfirma. Seine Firma bewacht Banken. In einer Stadt, in der es seit Jahrzehnten keinen Banküberfall gab. Genug, Vanessa. Nun, das könnte sich ändern. Habt ihr von dem Hotelmassaker an der Route 66 gehört? Ah, ja. Vorhin, im Radio.
denen, was ist passiert. 11 Bösewicht gefasst. 12, wie viele sind gestorben. 13, nichts sagen. Ich erinnere nochmal dran, der hat eine Waffe da liegen, ne? Wir müssen uns unauffällig verhalten, Chat. Ganz wichtig. Sonst lebt der hier nicht lange. So wie meine. Wie mein Popcorn. Auch alle. Das schmeckt einfach zu gut. Weiß mal, was passiert ist? Offenbar haben 3 Brüder einen Motelüberfall verpfuscht. Die Sache wurde ziemlich übel. Ist es vorbei? Nicht ganz. Es ist eine Fahndung im Gange. Sobald das FBI Bilder dieser Holt-Familie hat, sind ihre Gesichter im ganzen Land zu sehen. Jason! Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Und du bleibst genau hier. Sorry, okay. Das tut mir echt leid. Ich sollte wirklich gehen. Nein, du machst es nur schlimmer. Vanessa, wo ist Mimas Hörbuch? Warte, wahrscheinlich im Badezimmer. Okay, wir gehen definitiv raus. Aber sollen wir uns noch verabschieden oder rausschleichen? 1, verabschieden. 2, rausschleichen. Ich überlasse komplett Chat jetzt hier. Okay, es wird ein Stechen geben. Dad, hast du in der Wäscheschublade geschaut? Warum denn in der Wäscheschublade? Frag sie! Hey, ich muss wirklich los. Dad werden. Danke, dass du immerhin Tschüss sagst. Du hast mich gerettet. Ma? Wie soll ich dir nur danken? Indem du mal wieder mit mir lernst? Bei einem Kaffee? 10, das wäre toll. 11, sorry, ich kann nicht. Chat, komm. Vielleicht kriegen wir noch ein Abschiedsküsschen. 10, das wäre toll. 11, sorry, ich kann nicht. Boah, Steffen, ey. Was ist denn jetzt so? Chat, ihr seid toll. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich einen Bussal. Pass auf. Eigentlich gute Idee. Wollte immer mal guten Kaffee probieren. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Ruf unter der Woche an. Da arbeitet er fast immer. Ich sagte, du sollst hierbleiben. Sir, ich muss nach Hause. Nun, ich schätze, ich darf dich hier nicht festhalten. Danke, Sir. Meine Ma wird... Moment. Du trägst die Kleidung meines Sohns? Hören Sie. Oh oh. 1, von Auto angefahren. 2, wir waren nackt. Chat, bitte nicht 2. 3, wegschubsen und abhauen. Wir sind ehrlich, wir wurden von einem Auto angefahren. Steffen! Steffen und Steppel, ne? Tut schon deine Herren. Die Wahrheit ist, Ihre Tochter und ich, wir hatten
Ihr seid so Sie scheiße. Ich fehl an. Wow. Wie bitte? Junge, runter vom Grundstück, bevor ich etwas tue, was wir beide bereuen. Verstanden. Los. Hau ab. Wir hätten einen Kuss von der gekriegt noch. Ihr seid doch böse, ey. Ich glaube, zu der brauchen wir nicht mehr. 2 Monate zuvor, Waldhütte. Jay, bist du da drin? Eins hinter der Tür verstecken, 2 im Schrank verstecken, 3 unterm Bett verstecken. Ja, entweder hinter der Tür 1, im Schrank 2 oder unterm Bett. 3. Noch ein bisschen Bad Boy raushauen. Ja, wow. Gut, wir sind uns alle einig. In die Speisekammer. Scheiß drauf, ich mach's selbst. Gott sei Dank haben wir nicht den Schrank genommen. Ihr Feiglinge mit euren Drohbriefen. Was soll das? Haltet euch mal wie Männer. Ich hab eure 10 Riesen nicht. Wenn ihr sie wollt. Fickt euch. Na. Okay. So entkommen wir diesem Loch. Nehmen unser Bares. 5 Riesen. Stecken sie ins Glücksspiel. Scheiß Kerl! Wenn du jemandem von diesem Ort erzählst, halte ich dich bei lebendigem Leib, du Ratte! Oh. Der hat jetzt nicht gerade auf das Kind geschossen, oder? Ja, meine Popcorn sind alle. Was ist denn da passiert? Holla. Oh, der war knackig. Alter. Alle. Teuer Camp, ich wünsche Ihnen und Ihrem Jungen einen tollen Ausflug, Miss Walema. Er wird so überrascht sein. Das ist heute. Oh, Mom. Das ist ein Schokoriegel. Ja, mal, das haben wir doch dem Wildschwein hingeworfen. In der Montage wäre das nicht passiert. Meinst du? Oh, du schaffst es. Komm. Mir geht's echt nicht gut. Die Tabletten haben wir ja genommen. Vorhin. Meint er, das mit Bandagen wäre jetzt nicht so schlimm?
Ehrlich ja nicht, aber die Tabletten haben wir ja vorhin uns reingeschmissen. Junge, das halbe Sheriff's Department sucht nach dir. Sag mal, es tut mir leid. Jetzt warte mal. Sag's ihr selbst. Geht es dir gut? Gott, was ist passiert? Ich hab nach dem Fort gesucht. Ash, wovon redest du? Was ist dir passiert? Zehn Hütte geheim halten, 11 von Hütte erzählen. Das ist ein Scheideweg. Ja? Ich würde von der Hütte erzählen. Das hat ja, muss ja was mit der Holt-Familie zu tun haben jetzt gleich. Aber kann natürlich trotzdem passieren, richtig. Na, vielleicht hätte er sich die Bandage eingesteckt, aber das wäre ja auch nicht hilfreich gewesen. Ich denke mal, der Fuß ist gebrochen. Wie sagt man immer schön, ein halb abes Bein. Es war... Da war eine Hütte. Da war ein Mann. Ein Wilderer, glaube ich. Oder mehrere. Ja. Verdammte Wilderer. Okay, Ash. Okay. Wir sehen uns das an. Ist schon gut. Ganz ruhig, Junge. Du bist jetzt sicher. Ja, Ash? Ash! Er hat ein abes Bein. Ein kaputtes Bein. Langsam. Errungenschaft freigeschaltet. Spur aus Brotkrumen. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Aber das war jetzt wichtig, Chat. Aber jetzt weiß die Polizei von der Hütte. Yay, Schießerei gleich. Ach, geht bitte nicht. Zwei Monate später, derselbe Wald. Haben Glück, wenn wir über den Highway oder die Grenze kommen. Man wird überall suchen. Hast du den besseren Plan? Ich nicht. Jay! Ich hätte dich verloren. Hast mich ja auch zurückgelassen. Eins, wo warst du? Zwei, alles okay? Drei, hast du Cops gesehen? Ich würde sie jetzt knallhart fragen, wo sie war. Das geht nicht. Derselbe oder der gleiche? Derselbe, stand da. Das neue Shampoo, also weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe zu meinem alten Shampoo wieder zurück. Das nervt. Also ich würde ja gerne mal wissen, wo die Dame geblieben ist, ne? Weil, Die hat uns einfach zurückgelassen. Als ich aus dem Auto stieg, war die nicht da. Ich dachte, das war's. Da war dieser scheiß Helikopter. Wir sind zurückgefahren, aber die Bullen. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Was hast du dir dabei gedacht, dich so anzuschleichen? Wurdest du verfolgt? Ich kann meine Spuren verwischen. Habt ihr irgendeinen Plan? Möglicherweise. Dante hat eine Kontonummer in dem schwarzen Buch. Wenn es das ist, was ich denke, dann... Das kommt später. Zuerst müssen wir nach Kanada. Kanada? Die Cops werden den Süden bewachen. Also gehen wir nach Norden. Du hast die Kälte. Ja. Keine Sorge, Jay. Ich pass auf dich auf. Soll ich das weißt du, Stüppe? Oder? Keine Sorge, Jay. Ich pass auf dich auf. Das weißt du, oder? 10. Nein, tust du nicht. 11. Ich auch auf dich. Der passt nicht auf uns auf. Wenn der auf uns aufgepasst hätte, hätte der uns nicht in dem kaputten Auto gelassen. Sag ich euch jetzt mal, ich bin richtig pissig auf meinen Bruder. Das ist gar nicht, eigentlich ist es gar nicht mein Bruder, aber ich fühle gerade so mit Jay. Ne? Der hätte fast geknutscht, wenn der Vater nicht dazwischen gegangen wäre. Einfach nein. Er hat nicht auf uns aufgepasst. Der hat uns im Auto zurückgelassen. Ist geflohen wie ein Weichei. So ein Ding ist das.
Ja, mal Wort zum Sonntag, ne? Dale passt da auf mich auf. Aber du? Da bin ich mir nicht sicher. Ich passe immer auf diese Familie auf. Egal, was kommt. Ich übernehme die erste Wache. Ihr ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Also wir dürfen nicht vergessen, irgendwas stimmt mit diesem Polizisten nicht, ne? Ich dachte, du schläfst noch. Hab das Motorrad vorbereitet. Können wir mal über die Kanada-Pläne reden? Wir fahren nicht nach Kanada, sondern nach Texas. Ich kenne jemanden in Eagle Pass, der uns über den Grande bringt. Warum erzählst du dann Jay, wir fahren nach Norden? Weil er nicht mitkommt. Morgen früh schicke ich ihn nach Knapp, um Wache zu halten. Bis er zurück ist, sind wir längst weg. Nein, das tue ich ihm nicht an. Wir haben schon Dale verloren. Hey, denkst du, ich mach das gerne? Irgendwas davon? Wir beide wissen, dass Jay nie dein Liebling war. Aber ich habe auf ihn aufgepasst, oder? Ich habe immer alles für diese Familie getan. Hab geschuftet, seit ich 14 war. Hab dich vor Pa beschützt, seit ich alt genug war, um zurückzuschlagen. Scheiße. Ich hatte kaum ein eigenes Leben, weil ich mich immer um das von anderen kümmerte. Seit 25 Jahren bin immer ich es, der die Schuld auf sich nimmt. Tyler der Älteste. Tyler der Verantwortungsvolle. Genug ist genug. Ma, ich werde nicht mit dem Schiff untergehen. Das Motorrad hat 2 Sitze, nicht 3. Und Jay bekommt keinen. Hallo, großer Bruder. Was machst du da? Ich gehe. Ach, so ein Quatsch. Ich bleibe hier, ihr geht. Du überlebst hier draußen nicht allein. Jay schon. Er lebt ja praktisch in diesem Wald. Ist mir egal. Zur Not sterbe ich hier. Nein. Wir werden es alle schaffen. Denn Jay wird das Richtige tun und bleiben. 1, du bleibst. 2, wir bleiben zusammen. 3, gut, ich bleibe. Bin mir echt... Aber gerade ist keiner von meinen Followern... da. Von meinen Mods da. Ja, ja. Die ändern halt auch immer wieder ihren Scheißtext. Du kannst das alles auf die Blacklist draufpacken. Das ist sowas von egal. Ich will sowieso nicht... Muss nur raustappen immer. Wer lässt denn seinen eigenen Bruder im Stich? Jemand, der es satt hat, dass du dich immer für was Besseres hältst. Vielleicht wär's anders, wenn du netter wärst. Ach, hör auf. So bist du, seit wir dich aufgenommen haben. Was? Deine echte Mom hätte uns lieber einen Gefallen getan und... Tyler! Oh, wow. Was meinst du, meine echte Mom? Mama, wovon redet er da? Wir sind blutsverwandt. Und ich habe dich wie meinen Sohn aufgezogen. Also bin ich deine Mutter. Der Rest ist egal. Zehn ist es wichtig, 11 hast recht, ist egal. Nein. Ich will wissen, ich will das jetzt wissen. Blutsverwandt. Blutsverwandt, das heißt, es kann ja dann nur irgendwie von einer Schwester oder einem Bruder oder sowas, also Tante, Neffe. Würde ich jetzt mal tippen. Schwester der Mutter, ja sowas, denke ich mal. Mir ist das nicht egal. Wer ist meine echte Mom? Meine Schwester.
Brooke. Sie starb bei deiner Geburt. Du hattest eine Schwester? Wer ist mein Vater? Du hast keinen. Er hat schon in Biologie aufgepasst, ne? Stimmt, einer. Hat man das jetzt gehört? Ich hab das nicht gehört. Seid still! Okay, Murat, Bock. Alter getroffen! Alter getroffen! Hab ich verpasst? Jay ist adoptiert. Also, nein. Hier spricht das FBI. Ihr müsst euch ergeben. Ich hätte euch gerne lebendig. Ihr dachtet, wenn ihr hier untertaucht, seid ihr sicher. Aber ein Kind hat den Ort hier vor Monaten gemeldet. Also seid vernünftig und lasst die Waffen fallen, okay? Nein, Ma. Ich kann nicht ins Gefängnis gehen. Ich auch nicht. Eins, Familie helfen. Zwei, sie verlassen. Also, Jay ist der Sohn von der Schwester von der Mutter. Also Tante, Neffe. Das hat er eben gerade erfahren. Das Seife aufheben, ja. Ich würde sie eiskalt verlassen. So, ich wurde nicht angerufen. Ich auch nicht. Die wollten doch eh alleine abhauen. Also von daher, bitteschön. Be free. Wenn sie jetzt abhauen. Und du hast keinen Vater. Der hat schon aufgepasst, wie das mit Bienchen und Blümchen funktioniert, oder? Wag nicht zu fliehen, Feigling! Ich dachte jetzt, er stellt sich, aber... Er hat doch schon irgendwie, es ist seine Tante und sein Cousin. Aber das hat halt nie jemand erwähnt. Die Schwester, also seine richtige Mama, ist bei der Geburt gestorben. Wir erschießen den nicht, Chat. Seid artig. Seht ihr ihn? Hier ist er nicht. Sehen wir unten nach. Ja. Das stimmt, Schnipse. Hände hoch, okay? Ich will dich nicht verletzen müssen. Wir schießen nicht. Nein. Bitte. Sie müssen nicht schießen. Wir schießen nicht auf den Deputy. Wir sind lieb. Du bist verhaftet wegen... Scheiße. Mehr Verbrechen, als ich aufziehen kann. Widersetzt du dich, werde ich tödliche Gewalt anwenden. Och ja. So, leg dich langsam hin, Arme über den Kopf. Wenn du irgendwelche plötzlichen Bewegungen machst. Meinst du? Feuer frei. Steffen, nein, wir sind artig. Kopf erschießen, 10, 11 ergeben. Ich würde mich jetzt ergeben. Diese Community, ne? Das ist ein Scheideweg, ne? Wenn wir den jetzt erschießen, haben wir ein echtes Problem, Leute. Aber ich sehe schon 9,
8. Noch irgendwer Hashtag 11, bitte? 5, 4. Oh, Gott sei Dank. Genau. Oh, Gott. So ist das richtig. Ist ja mal zack gelassen. Oh. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Wenn du dir keinen Anwalt leisten, wird dir einer gestellt. Wenn du keinen Anwalt willst, kannst du die Beantwortung jederzeit beenden. Er hat sich ja jetzt letztendlich gestellt. Errungenschaft freigeschaltet. Hände hoch, Errungenschaft freigeschaltet in den Wald. So, Zusammenfassung von Puschel. Wert, Frieden, sucht Ruhe und vermeidet Streit. Prinzipientreu, getrieben von starken moralischen Grundsätzen, Blitzreflexe. Liest Quicktime-Events schnell und präzise ab. So ein Ding ist das nämlich. Wir haben auch Schütze gekommen, dieser Chat heute sehr ballerwütig. Okay. Wir haben einmal die Geschichte von Ash und von Jay, abseits der Route 66. Desert 2 Monate zuvor. Ich heb die Seife nicht auf. Wenn die wird 11 machen. Ich heb die Seife auf, ist gar kein Problem. Guck mal, wenn das nämlich, ne, Tyler angriffen. Wenn die das nicht gehabt hätten, dann wäre es hier weitergegangen. Dann wären die, oh, guck mal. Dann wären die höchstwahrscheinlich geflohen, festgenommen worden. So, da hätten wir erschossen, aber dann wäre es auf dieses Ende hinausgelaufen. Extra selber hinwerfen, damit ich sie aufnehmen kann. Okay, Kraken. Machen wir eine kurze Pipi-Pause, Chat? Ihr könnt euch noch was zu knabbern holen. Meine Popcorn sind ja alle. Meine Popcorn sind's. Oha. Das wäre entkommen. Ja, das wäre dann. Er wäre entkommen. Tyler angegriffen. Ist nur die Frage, von der Familie zurückgelassen, dann wäre das hier oben. Wenn wir da geblieben wären, wäre es hier oben noch weitergegangen, ne? Aber 97% haben den Kampf gewonnen und nur 33% hatten Cops legten Hinterhalt. Die wussten von der nichts. Familie zurückgelassen haben nur 24% gemacht. Kapitel 4, Shima.